Warum ist denn der Highway Smoke? Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Matchmaking auf Cash. Oh, sag bloß der eine, kann ich sprechen? Nein! Muss ich wieder ansagen? Hi, B maybe? Okay. Grün kann nichts sagen. Sehr schlecht. Sehr schlechte Voraussetzung für ihn. Für uns natürlich überhaupt gar nicht, weil wir die krassesten Boys auf der Welt sind. Ich hasse es, dass das Spiel so, so leckt oder sowas, wenn man, wenn man an jemandem hängen bleibt im Laufen, an einem Mate. Das, behind, B-Main. Vents now. Lass bitte die Bombe nicht liegen. Orange Tag One, please. Nein! Gott, ich bin wieder am Callen, im Schießen, ich Fischgesicht. Nice, he's down. Schön ansagen, was gerade wo passiert und wo jemand gestorben ist. Bevor die... Squeaky. He's down. Another one, Main. Behindert? Nice. Hör gut zu, wenn der Täubling spricht, wenn der Fuchsling spricht, wenn deine Mutter spricht. Willst du mir nicht was droppen, Blau, du Gauner? Thanks. So, jetzt fresse ich aber nicht. Mit Rush, I think. Also für mich fängt das Spiel gerade so unlucky an, wie es nur sein kann im Leben, oder? One is low HP. So. Truck one. Nice, vielleicht kriegt er den ja noch irgendwie. Falls ja, retten die mir gerade echt voll den Arsch. Die retten mir sowas von den Arsch. Ich fress jedes Mal den First oder Second Kill. Der ist da drin, genau, ja. Nice. Ich muss jetzt was machen, verdammte Scheiße. Vierte Runde, 0-1-3. One Forklift, he's hit. Maybe low HP. Immerhin habe ich einen angefragt. Jetzt gucke ich mal, ob ich ihn von hier treffe. Vielleicht doch, what the fuck? He's half HP. Another one is low HP. Mann ey. Ihr müsst wenigstens meine verschissene Vorarbeit nutzen. Da sammle ich halt die Assists, ist mir egal. Der Teamsieg ist das Wichtige. Und ich glaube, ich kann die gerade echt zusammenhalten durch die Calls und sowas. Es läuft, es läuft. Macht den einfach schön um. Der hat noch 13 HP. Also wirklich, ich habe euch praktisch das Spiel schon fertig gemacht. Ihr müsst eigentlich nicht mehr viel machen. Ihr müsst den anpusten, dann ist er weg. Ja. Dann sammle ich halt die Assists. Ich gucke, dass ich am Ende vom Spiel 20 Assists habe. Komm. Wer will schon Kills? Wer will schon Kills? Can drop, please. Man sagt doch immer, dass der Taktiker ganz unten steht. Passt doch, passt doch. Wenn ich nach oben gehe, bin ich untaktisch. Das kann ich nicht machen. Das wäre taktisch nicht wertvoll. Main is down, ne? Cat is down. He's down. Ach Gott, na also, jetzt rennen sie mir wenigstens direkt ins Fadenkreuz. I'm going for plant, cover me, please. Here. Planten for main. Main. Main, last one. Scheiß doch die Wand an, oder? Wenn es so ein Unluckometer gäbe und das bei einem gewissen Unluck anfängt zu piepsen oder zu klingeln, dann wird es von mir die ganze Zeit rappeln. Auf B war nichts gecallt, also kein Kontakt, deswegen dachte ich, gut, der wird von City oder von ne, Highway kommen und dann kommt er von Main. Ich muss noch weiter fokussieren und das Spielgeschehen dennoch etwas... Ich glaube, ich muss die einfach mal vorlassen, von hinten dirigieren und mir dann die letzten paar Frags holen. Die unnötigen, weißt du? Dass ich wenigstens mal schön bei 80 Frags stehe am Ende der Runde. Ja, wenn der Fahrt hier nicht am Start ist, das war irgendwie nicht so klug. Jetzt haben die da vorne gekauft und wir können eigentlich nichts. Naja, immerhin gedroppelt, ne? Immerhin gedroppelt. Ich gucke jetzt B von hier und werde nicht viel machen. Okay, ich gehe direkt wieder auf Mitte. Ich will nicht, dass er irgendwo was durchpusht. Und die haben eh gesmoked, alles klar. Oh, ich dachte kurz, es wäre meiner gewesen. Mid is down. One up on B. Fuck, he saw me. Mid one. Haben die nicht gesehen, dass die Bombe da hinten down ist und wir vielleicht erstmal zurückgehen sollten, bevor wir irgendwas auf A machen oder sie halt über Mitte zurückkommen, dass wir die Bombe auch sichern können? Ich dachte, ich habe ja die Mates des Todes gefunden und dann sind es doch diese Fehler, diese kleinen, aber feinen Fehler, auf die man scheinbar nicht verzichten kann. Ich erlebe es sogar auf Lem-Elo, dass die Leute zwar von ihrem Aiming her gut sind und auch ein ganz gutes Movement haben, aber dieses Spielverständnis trotzdem nicht da ist. Also für solche einfachen Dinge wie, ich sollte vielleicht gucken, dass die Bombe auch irgendwie an den Spot kommt, den ich anspiele und wenn ich sehe, dass die Bombe nicht da ist, dann muss ich irgendwas dagegen machen. Ich kann nicht einfach warten zu viert auf A und der Bombenmann ist auf B down und dann rennt nur einer hin, holt sich, stirbt, dann rennt der nächste. Das ist Quatsch. Das ist einfach verschissener Quatsch. Genauso wie auch diese ganz einfachen Sachen, wenn man die Bombe gelegt hat, dann sollte man sie verteidigen und nicht großartig ausströmen und Leute jagen. Aber es wird trotzdem immer wieder gemacht. Auf den höchsten Rängen. Du denkst dir, hallo, Leute, ihr wollt doch immer so hoch sein. Warum macht ihr dann diese Anfängerfehler, ja? Da ist ein Movement oder ein Aiming-Fehler nichts, weil sowas kostet einem nicht zwingend eine Runde. Wenn ein Teammitglied halt... Scheiße geaimt hat oder sowas, ja? Das ist nichts. Aber wenn man zu fünft auf A steht und die Bombe auf B liegt, das ist schwach. Das ist sehr schwach. Da bringt einem der ganze Aim-Skill nichts oder Movement-Skill oder sonst was. Weil der wichtigste Punkt, und zwar der Plant, nicht da ist. Oh shit. Der guckt mal hin, okay. Electric One, geh lieber zurück.
Nice try. Aber für einen Pistol Force war das gar nicht mal so übel, meine Damen und Herren. Die war gut gemacht, Leute. Ja. Am Schluss haben wir zu viert auf dem Spot oder am Spot gestanden und drei haben uns jetzt überrannt, ne? Oder waren das vier? Ich weiß es nicht genau. Ich hätte halt nicht an den Electric rangehen sollen. Ich hätte einfach warten sollen. Der Kollege stand da ja so und ja. Ich hätte, glaube ich, Default verteidigen müssen. Komplett. Mit meinem gesamten Herzblut. Oh, fuck, hier geht's nicht rein. Okay, wartet, ich versuche direkt auf den Spot zu mollen. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich hoffe, das war das hier. Komm schon! Ha! Na, da war nichts, der Molly war jetzt nicht so ultra prickelnd. Nice, der oben ist auch down, okay. Ich smoke hier wieder rein und guck, ob hier under einer steht. Nein. Oh mein Gott, die erste Smoke lag ja gar nicht richtig. Hopp, die kann man doch gar nicht verschmeißen, oder? Also diese anfängliche Smoke, die erste, nicht jetzt die Verstärkungssmoke, sondern die allererste, die man an die Wand abdopsen lässt. Last one remains. Nice. Naja, scheiß drauf, meine zweite Smoke war ja auch behindert geworfen worden, daher brauche ich mich da gar nicht dran aufhängen. Ich kann es ja selbst nicht besser. Obwohl, ich gebe zu, doch, die von B-Main, die, ja, doch, irgendwie geht die eigentlich immer ganz gut rein. Ey, on spot one. Warum geht eigentlich dieses Quickie-Tür nicht kaputt? Alle anderen Türen zerfetzen immer voll, aber die nicht. So. Hast du die Smoke jetzt gescheit geworfen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt auch nochmal eine geworfen. On-site. Nicht blocken. Was? What the fuck? Der hat meine Nate gefressen. Der hat meine Schüsse gefressen durch die verdreckte Smoke. Und er wurde von meinem Mate angeschossen. Bitte. Wie kann man so lucky sein und so in der Halbsicht mir noch einen Headshot reindrücken? Du, I need a drop, please. Du hast den falschen Bock gedroppt. Thanks. Na also, durch den verkackten scheiß Feuerpenis. Hahaha. Mein Mens. Nice. Ich find's immer wieder krass, wie verheerend so eine Eco sein kann. Und wie weit man die Bombe hinten droppen kann. Wie unglaublich weit. Guck mal, wir waren jetzt vorgerusht. Es hat wieder keiner im Auge gehabt. Und die Bombe wäre dann hier hinten gelegen. Also man kann sie hier hinlegen. Ich finde, das ist ein ganz guter Platz. Nein. Oh Gott. Shitly shit. Mr. B. Im Gürtel ist die Smoke hier. He looks good. I'm gonna plant default. B main. City is down. Ah, durch die Smoke, jetzt hab ich mal Glück gehabt, Bitch. Na also, ich kämpfe mich langsam nach oben. Was auch noch ein ganz guter Bombenplatz ist, ist dieser hier. Sofern man dann hier auch ganz gut steht, ne? Es gab schon Momente, wo ich dann squeaky reingehe, es geht keiner irgendwie da Richtung Main und dann kommt Main einer durch und hat die Bombe. Ist natürlich schade dann. Hier ist bestimmt einer oben. One Main. Jungs, ihr solltet auf jeden Fall genau aufpassen. 3 gegen 3 nur noch. Ich denke, ich muss hier den entscheidenden Stoß machen, aber ich weiß nicht, wo er jetzt steht. Main down. So denkt man jemanden, der plantet. Verstehst du mich? Hast du mich gerade mal verstanden? What the fuck? Es hat sich einer reingeschlichen. Also das macht man nicht, meine Herren. Das ist ziemlich frech. Einer schießt von da hinten, um so zu tun, als wenn sie noch weit weg wären. Und dann überrascht mich der andere. Bock. So, komm, P250 gekauft. Was soll denn da eins? Bitte drop mich die Bombe ganz da hinten, gell. Sehr gut. Main Steps. Es hat keiner geguckt irgendwie, dass da Main nichts kommt. Jetzt muss ich es halt machen. Behind is down. I'm gone vents. Headshot is down. Fuck, still default. Oh shit. Ich denke, wir haben in manchen Runden zu langsam gespielt. Wir müssen hier mit einem richtigen Rush drauf, also so wie jetzt auch, damit wir was reißen können als Tees. Das muss man immer mal wieder machen. Man kann nicht grundsätzlich auf langsam spielen, das geht nicht. Spot Spear. One Electric. Ah, 9-6 geht, oder? Ich denke, bei City holen wir sie jetzt komplett. Zu null. Hör gut zu, wenn der Bubbler spricht, wenn der Bubbling spricht, wenn der Bubbler spricht. Hör zu, wenn der Bubbler spricht. Wenn der Bubbler spricht, hör zu. Roger that. Sehr gut. Exactly, da, exactly. Sind da auch wirklich alle? Mid one, in front of Vance. Komm, drück ihm. Nein. Der Kollege ist da oben, das heißt, ich mach da ohne. Nein. Headshot, I think. I get the fuse. Nice. Headshot still. He's down. Oh yeah! Ich habe es im letzten Video angesprochen, ich spreche es auch heute wieder an. Warum fühle ich mich in dieser Pistolrunde immer so oder oft überlegen? Also auch von meinem Aiming her, da fühle ich mich recht ganz gut drauf. Und dann kommen sofort die Runden, wo man zum Beispiel eine M4 hat oder eine AK. Und da bin ich nicht mehr so kopflastig. Da bin ich nicht immer direkt auf dem Kopf, um den ersten Tap auf den Kopf zu kloppen. Sondern ich gehe grundsätzlich auf den Körper und denke mir auch irgendwie, ich habe ja die Möglichkeit, Dauer zu feuern. Oder zumindest schnell zu tappen. Also belege ich ihn lieber mit so einem Tap-Dauer-Feuer. Wie dass ich irgendwie diesen One-Tap verkacke. In front of B. Bam. Ist in the room.
Nice, thanks. Oh, scheiße. Oh Gott, wie hat er einen Verstand? Das mache ich auch gern als T. Ich stelle mich da hinten in den Sunroom und warte, bis einer fast durchgeht und nutze ihn dann. Fuck. Ich wäre fast durch meine Lieblingsposi gestorben. Krass. Okay, jetzt haben sie wahrscheinlich voll gekauft, die Gauner. Das heißt, die kommen jetzt ich weiß es. Und ich nade sie erstmal ordentlich. Ich molly sie erstmal ordentlich. Ich höre gar nichts. Niemand da. What the fuck? Wir bauen wahrscheinlich für A auf, ganz langsam. Das Sergo holt einfach beide weg. Braucht die AK. Braucht die AK. Übrigens, Livestreams jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr und jeden Freitag ab ungefähr 21, 22 Uhr. Na, dass ihr das wisst, bevor ich es wieder reinschneiden muss. Ich vergesse es jedes Mal, es ist zum Kotzen. Nice! Barracuda! Ich brauch gute Spiele, muss endlich wieder auf LE, wo bin ich, Kaka? Rushen die dich, Green? Sag's ruhig, wenn was abgeht da bei dir. Oh. Is it B for sure? Yeah. Incoming, just wait for me. Blatata! Nice, bomb down, Squeaky. Wir haben zwei Leute, die nicht sagen können. Squeaky still one. Mit help, nein. One tagged, nice. Die Flashes haben mich zu krass erwischt, ich konnte nicht sehen oder nicht genug sehen. Und dann habe ich für den einen zu lange gebraucht, ich war die ganze Zeit hinter ihm, hinter seinem Model. So. Dumm. Einfach warten, bis der nächste aus Main rauskommt. Der kommt eh und den klatschen. Bevor man, wow, irgendeinen Scheiß macht. I've got the fuse for A. Ja, aber Gelb kauft auch noch die, sehr gut, Gelb kauft die Fuse für B, auch wenn das jetzt erst nachträglich macht. Das heißt, a squeaky one and one Main. One on spot A, bump. Main. Könnt ihr mir mal helfen? Alter, ich bin gerade wie so ein Geheimagent, alleine auf dem Scheißspot. Last one, Forklift. Mach langsam, schleich doch einfach. Es hätte echt ein gutes Ding werden können, wirklich. Es hätte eine gute Runde werden können. Ich hätte nicht so greedy sein dürfen, als ich die AK gehabt habe. Ich habe den einen weggedigelt und damit der AK den Main gekillt. Ich hätte nicht den in Ding facen dürfen. Oh Gott, Yellow, was machst du hier? What the fuck? Ja, den bei Forklift. Hätte ich den nicht gefaced, sondern wäre erstmal am Spot geblieben. Lag die Bombe schon? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich hätte sogar defusen. Nee. Highway's down. Two Main. Stabbing. Ja, yeah, just this one. I think they're gone B. Komm, bitte sei nicht hier irgendwo auf Mitte. No one. I'm gonna stay B. Fuck, wo sind die? B-Steps. Last one on B. Aber das machst du easy. Ich denke, er ist drauf geblieben auf dem Spot und den kriegt er jetzt locker. Ja, he's on spot. Man hört ihn ja. Nice. Sehr schön. Ach ja, und wer ist jetzt auf einmal ganz oben? Ich weiß nicht. Habt ihr alles? Oh ja, der hat eine AWP bekommen. Okay. Eine Ump gedroppt für den einen Knilch, dass er was hat. Ich übernehme mich da manchmal voll. Ich bin dann noch bei den Preisen von T und will dann mit 6000 irgendwas zwei M4 kaufen und halt noch mein Zeug. Aber das geht nicht. Merkt ihr, warum die so hart verlieren? Die machen einfach keinen richtigen Rush. Die machen entweder halbarschige Rushs. Das kann be on spot one. Wenn's. Ah, ich war der Letzte. Okay. Wir machen einen schönen Eco-Rush. Ich denke, ich hol mir dafür die... Ja, komm, ich hol mir dafür trotzdem eine Pistole, auch wenn es jetzt bescheuert ist, aber ich mache mindestens 5 Kills. Minimum. Aller unterste Schublade 5 Kills. Warum hat der eine eigentlich eine Pimmelnase? Wir haben eine geile Snitch und die haben eine Pimmelnase. Kein Wunder, dass die verlieren. Oh, shit. Die haben den Rush schon erwartet, aber halt den Mid-Rush und standen schon mal da oben. Das ist eine gute Idee. Das ist eine schlechte Idee. Warum hat denn der eine Wumme? Ich hoffe, er hat die nicht gekauft. Ah, ich glaube, er hat die gekauft. One more Eco, maybe. Gut, wir stacken A. Und jetzt kaufe ich nichts, denn mit der USPS bin ich eigentlich auch der Hammer. Praktisch ein Beuteltier. Die Russian! I'm gonna mit. Sind die bescheuert? Come from behind. Komm, ich brauch deine Waffe! 85 in 2, fick doch deine haarige Katze. Scheiße, ja, ich habe auch nichts mehr gekonnt. Jetzt haben wir mal 3 Runden abgegeben, muss auch mal sein. Ich hoffe, dass sie nicht wieder so einen verheerenden B-Rush durchführen. One Highway, what the fuck? Main is down. Ja. Nice. Just one. What the fuck, Leute? Wie spielt... Ich nehme jetzt keine AWP mit. Nee. Wie spielen die denn, bitteschön? Manchmal wirklich extrem schwer nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, wie Highway offen stehen konnte, weil am Anfang waren wir 2A, in der Mitte 2B. Und auf einmal höre ich nur Schüsse direkt neben mir bei Highway und sage Highway und die killen den. Und dann ist da noch einer, what the fuck? Denkt sich dann keiner, okay gut, Main ist gesichert, 3 Leute zielen da schon drauf, vielleicht sollte ich mal Richtung Kartoffelsalat gucken. Warum ist denn der Highway Smoke? Fuck, wir haben die Runde abgegeben. Ich glaube, es ist echt meine Schuld gewesen. Zu 100% war das jetzt nur meine Schuld, dass wir das verloren haben.
Überleg mal, was das für eine Kettenreaktion jetzt war. Der hat drei Leute gekillt, der Pisser. Nur weil ich so behindert bin und frag, warum ist denn der Highway Smoke? Also mit einer Deagle oder mit Deagle kann man auch die ganz normalen Spots beibehalten und ein full gekauftes Team zerstören. Wenn man halt jetzt nicht total bad, fucking bad ist, dann geht das irgendwie, also manchmal. Natürlich ist es ein Eco eher angebracht zu rushen, ja, gerade halt mit den kleineren Pistols. Das war saudumm. Und ist in front of Zigzag. Ich sag das eine und höre nicht auf mich und mach das andere. Warum bin ich so? Aber es steht gerade 3 gegen 3. 2 gegen 2. Ja. Und wir haben eine AWP und eine AWP. Ist vielleicht nicht so gut mit 2 AWP, oder? Ja, ich glaube... Oh, das ist ja eh unser AWP-Profi. Ich glaube, der ist ganz links. Nee, nee, der ist da hinten. Er hat keinen Diffuse. Oh shit, jetzt wird's aber eng, mein Freund. Oh. Nice try. Okay, Leute, bitte kein Draw. Hopp. Main ist clear. Highway up. He's close, real close. Komm, das habt ihr, Nice. Nur noch 2. I'm gonna stay main now. Okay, white box last. Play slow. Just let him come. We got the bomb on B. He's stepping mid. I think he's gone. Yeah, nice. GGWP. Das war wirklich höchst vorzüglich. Es war mal wieder eine schöne Runde. Hat Spaß gemacht, Leute. Ich bedanke mich direkt hier bei euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch mehr solche Action sehen wollt, dann guckt einfach in die Playlist rein, die hier verlinkt ist auf dem i. Da oben, da in der Richtung, ist so ein i, da könnt ihr draufklicken und dann zack. Und jetzt hier am Ende ist es auch nochmal verlinkt. Ich glaube, da drüben. Vielen Dank fürs Zuschauen.